Ja, und damit kommen wir schon zum Thema Hamburg. Auch wir müssen professioneller werden. Insofern war das nochmal vielen Dank an die Orga, die Idee, den Vortrag von Kungler nochmal vorzuführen, war im Nachhinein dann doch die richtige, weil viele Dinge, die dort angesprochen sind, betreffen auch uns in den nächsten Wochen. Und auf das eine oder andere komme ich zurück. Und wir werden sehen, oder das Thema hier in dem Bericht von RTL mit der öffentlichen Wahrnehmung der Piraten ist natürlich auch ein Problem, was uns im Wahlkampf in Hamburg beschert. Vorweg vielleicht noch zwei Sätze. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass die Wahl in Hamburg am 15. Februar eine gewisse Bedeutung haben wird, auch für die politische Zukunft der Piratenpartei Deutschland. Stellt sich nämlich unter Umständen die Frage, inwieweit wir noch relevant sind und inwieweit man uns überhaupt noch politisch Aktivitäten zutraut. Und damit ist natürlich auch verbunden die Frage, inwieweit dann die Piraten in Bremen oder auch in Baden-Württemberg Wahlerfolge feiern. Werden. Ich werde in den nächsten wahrscheinlich 30 bis 40 Minuten nicht über Basics reden, ich werde nicht über Flyer reden, ich werde auch nicht über ein Kandidatenportal reden, auch nicht über Kaperbriefe. Ich denke, das sind alles Dinge, die sind gesetzt im Piratenwahlkampf. Das haben wir auch in Hamburg, eigene Flyer. Wir haben auch eine eigene Gruppe, die erstellt. Wir haben ein eigenes Kaperbrief-Layout und wir haben jetzt eine Gruppe beauftragt, die sich auch um ein Webportal für Kandidaten und Ähnliches darstellt. Bevor ich auf den Wahlkampf konkret komme, würde ich euch ganz gerne, auch wenn ich natürlich voraussetze, dass die meisten von euch wissen, was Hamburg ist, noch mal ein paar Basics zu Hamburg liefern. Hamburg ist halt die zweitgrößte Stadt in Deutschland nach Berlin und weit vor München. Und Hamburg ist auch größter Seehafen Deutschlands und der Hafen hat natürlich für die meisten Hamburger, auch wenn sie direkt gar nichts damit zu tun hat, eine sehr große emotionale Bedeutung. Darauf kommen wir nachher auch noch mal kurz zu sprechen. Das heißt, für viele Hamburger ist der Hafen Hamburg und wer den Hafen anrührt, hat politisch schon mal ein Problem. Hamburg ist Universitätsstadt. Wir haben mit der Universität Hamburg eine und der Technischen Universität in Harburg eine zweite. Dazu gesellen sich noch diverse Hochschulen, sodass wir also auch eine breite Schicht oder viele Studierende, also junge Menschen in Hamburg haben, die dort zumindest einen Teil ihres Lebens verbringen und auch aktiv sind und natürlich auch politisch aktiv sind. Hamburg gliedert
gliedert sich in 7 Bezirke. Und Hamburg ist, das wissen die meisten nicht, Zentrum der gleichnamigen Metropolregion Hamburg, die zu der auch Gemeinden in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gehören. Insgesamt erstreckt sich dieses Gebiet oder umfasst das Gebiet 5 Millionen Einwohner. Hamburg selbst hat im Moment ungefähr 1,8 Millionen Einwohner. Ist klar, als Großstadt mit begrenztem Raum drängen sich die Menschen entsprechend auf den Quadratkilometer. Das sind fast 2000 Einwohner, die in Hamburg pro Quadratmeter leben. Das bedeutet natürlich, dass insbesondere pro Quadratkilometer leben, Entschuldigung, das bedeutet natürlich einen massiven Druck, auch gerade auf die Frage der Mieten. Das weiß natürlich auch jeder. In Hamburg, der Platz ist begrenzt, deswegen gibt es wahrscheinlich nur einen kleinen Anstieg auf 2 Millionen bis 2030. Muss man aber mal im Kopf behalten. Und für uns als Piraten auch sehr wichtig ist der doch recht hohe Anteil an Hamburgern mit Migrationshintergrund, also Menschen, die in der Vergangenheit oder deren Familien mal nach Hamburg eingewandert sind. Das sind knapp 31%, 550.000, wobei die Gruppe der Hamburger mit türkischen Wurzeln dabei die größte ist, gefolgt von unseren Nachbarn aus Polen, die eine sehr lange Tradition in Hamburg haben, die dort auch sehr viel gebaut haben, Brücken, also schon seit Jahrhunderten in Hamburg leben. Und die dritte Gruppe sind Hamburger, die ihre Wurzeln in Afghanistan haben. Und die vierte Gruppe ist, auch darauf kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen, sind Zuwanderer aus dem Gebiet der ehemaligen GOS und aus Russland. 13,2% dieser Bevölkerungsgruppe verzichtet bisher auf den deutschen Pass, sind also so vom verwaltungstechnisch Ausländer. Das Durchschnittseinkommen in Hamburg beträgt knapp 36.000 Euro und ist wie überall ziemlich ungerecht verteilt. Es gibt also auch in Hamburg einen Spot aus Millionären. Wenn ich so zum Beispiel an die Familie Otto denke, und da gibt es noch ein paar Räder und so weiter und so fort. Also ich kenne nur sehr wenige Piraten, die 36.000 Euro im Jahr verdienen. Ja, so ist Hamburg aufgeteilt in 7 Bezirke. Der größte, bezogen auf die Einwohnerzahl, ist der Bezirk Wandsbek, in dem auch ich lebe. Das sind knapp 450.000 Einwohner. Gefolgt vom Bezirk Nord, der auch für uns Piraten sehr wichtig ist, weil wir dort einen ziemlich aktiven Bezirksverband haben. Das sind knapp 300.000 Einwohner. Mitte und Altona, das sind ungefähr 270.000
Einwohner. Das ist jetzt alles ein bisschen gerundet. Bitte? 290, sagt. Ja, okay. Also Mitte 290, Altona 270, 280, okay, wer bietet mehr? Eimsbüttel, da ist jetzt, da kann mir jetzt keiner widersprechen, sage ich jetzt 250.000. Und Harburg und Bergedorf sind dann schon deutlich unter 200.000 und auch ein bisschen anders strukturiert, insbesondere Bergedorf hier hat mit den vier und Marschlanden eine ziemlich, ja, man kann schon fast sagen, dörfliche Struktur. Während Harburg grenzt dann hier an Niedersachsen und das alte Land auch dann schon den städtischen Charakter der großen Siedlung in der Stadt verliert. Wie schaut es politisch aus? Das Landesparlament in Hamburg nennt sich die Hamburgische Bürgerschaft. Gegenwärtig haben wir dort eine absolute Mehrheit für die Hamburger SPD. Olaf Scholz ist erster Bürgermeister. Zur zur SPD dazu gesellen sich noch vier weitere Parteien. Wir haben also fünf Parteien im Parlament. Wie das Abgeordnetenhaus in Berlin ist auch das die Bürgerschaft in Hamburg ein Feierabendparlament. Das heißt, eigentlich sollten die Abgeordneten noch einen zweiten Job nebenbei machen. Ich persönlich weiß aber nicht, wie man das schafft. Und diese Erfahrung haben ja auch die Piraten in Berlin schon gemacht. Zu erwähnen sollte man vielleicht noch, dass die Hamburger gerne mal Protest wählen. Also in Hamburg hatten wir halt die Stadtpartei und dann ist noch gar nicht so lange her, die Schildpartei, die hier aus dem Stand gleich in Regierungsverantwortung kommt. Ist zwar nicht gut geendet, aber die Hamburger sind da durchaus mal bereit, Protest zu wählen und auch mal ein Experiment zu wagen. Konkret sieht es im Moment so aus. SPD sind also 48,4% bei den letzten Bürgerschaftswahlen aktuell. Bei der morgigen Sonntagsumfrage wird die SPD bei 45% stehen. Das heißt, wenn alles so bleibt, ist es durchaus möglich, dass die SPD auch bei den nächsten Bürgerschaftswahlen eine absolute Mehrheit erringen kann. Die CDU 21,9%, ist aktuell bei 27%. Die Grünen mit 11,2% stehen aktuell bei 11%. Die FDP spielte in Hamburg eigentlich bislang keine große Rolle. Umso überraschender war ihr großer Erfolg mit 6,4% bei den letzten Bürgerschaftswahlen. Aktuell stehen sie bei 2% und es ist eher unwahrscheinlich, dass sie einziehen. Die Linke profitiert ein bisschen, ist in Hamburg sehr, sehr gut aufgestellt, auch personell. Die haben sehr kompetentes und sehr gutes Potenzial. Da gibt es auch durchaus Zusammenarbeit mit uns. Hat bei den
letzten Bürgerschaftswahlen 5,4% errungen, steht im Moment ungefähr bei 7%. Ja, und wir Piraten bei den letzten Bürgerschaftswahlen 2,1%, also noch ohne Sitz. Und da sind wir auch schon bei den Piraten in Hamburg. Nur ein paar kurze Facts dazu. Gegründet wurden wir 2007, also ein Jahr nach der Bundespartei. 2009 gab es dann auch in Hamburg die große Eintrittswelle, bei der auch die meisten jetzt aktiven Piraten Mitglied geworden sind. Bis 2009 war die Mitgliedschaft oder waren die Anzahl der Mitglieder so um die 20 ungefähr. Die haben aber auch schon an Wahlen teilgenommen, waren also so durchaus aktiv. Diese Mitgliedszahlen haben sich dann im Verlauf von 2009, 2010, 2011 eben auf knapp und ziemlich beständig 1000 Mitglieder erhöht. Wir gliedern uns gegenwärtig in 6 Bezirksverbände. Ich hatte ja erwähnt, Hamburg hat 7 Bezirke, das heißt, einer ist noch unbesetzt, das ist der größte Bezirk Wandsbek, da gibt es bisher nur einen Stammtisch. Wir haben allerdings, das ist vielleicht noch erwähnenswert, die Art der Untergliederung in der Satzung geregelt, das heißt Bezirksverbände, die ungefähr den Kreisverbänden in neuen Flächenländern entsprechen, sind bei uns auch schon die einzig mögliche Untergliederung. Wir haben uns also in der Satzung festgelegt, dass es keine weiteren Untergliederungen gibt. Wenn es noch mal notwendig ist, dass wir zum Zwecke von Aufstellung oder Ähnliches weitere Untergliederung brauchen, dann haben wir uns das Instrument der Gebietsversammlung dafür geschaffen. Seit 2011 haben wir eine Landesgeschäftsstelle in der Sternschanze. So, wie waren wir bisher erfolgreich bei Wahlen? 2008, also schon im ersten Jahr des Bestehens, war die erste Bürgerschaftswahl. Das wird also jetzt die dritte Bürgerschaftswahl sein, an dem die Piraten Hamburg teilnehmen. Insgesamt die 7. Wahl. Damals haben die Piraten 0,2%, 1773 Stimmen errungen. Bei der Europawahl 2009, das war eigentlich noch vor der Eintrittswelle, waren es immerhin schon 1,2% und 5082 Stimmen, also schon eine ganz beachtliche Verbesserung. Zur Bundestagswahl 2009, das war ja im September, das war schon ein, muss man sagen, für die damaligen Verhältnisse überragendes Ergebnis. 2,6%, 21.000 Stimmen. Zur Bürgerschaftswahl 2011 muss man sagen, das war eine vorgezogene Bürgerschaftswahl. Normalerweise hätte die erst 2012 stattfinden müssen, also nach der Berlin-Wahl. 2010 waren in Hamburg Grüne und
CDU zusammen in einer Koalition und haben den Hamburgischen Senat, also das ist die Regierung, die Landesregierung in Hamburg gestellt. Im November 2010 haben sich dann aus welchen Gründen auch immer die Grünen dazu entschlossen, diese Koalition platzen zu lassen und damit Neuwahlen zu erzwingen. Hat die ihn nicht gut, ist sie nicht gut bekommen. Sie sind dafür ziemlich abgestraft worden. Für uns ist das aber, dass wir innerhalb von 3 Monaten einen Bürgerschaftswahlkampf auf die Beine stellen mussten, und zwar komplett, also das volle Programm von Programmentwicklung, Kandidatenaufstellung damals, wie gesagt, das war vor der Berlin-Wahl, mussten wir in Hamburg auch noch Unterschriften sammeln, Plakate erstellen und den ganzen Drum und Dran. Und das Ergebnis waren dann 2,1% und 70.000 Stimmen. Und ich glaube, das war ein ziemlich gutes Ergebnis. Und aus unserer Sicht war dieses Ergebnis, also dass wir trotz dieser Bedingungen das Ergebnis der Bundestagswahl 2009 halten konnten, auch eine gute Voraussetzung für die Berliner Piraten, die uns im Wahlkampf unterstützt haben und die wir dann bei ihrem Wahlkampf in Berlin ebenfalls unterstützt haben. Ja, ich reiche noch nach. Bundestagsergebnis 2012, da haben wir im Wesentlichen das Ergebnis gehalten. Nach Prozenten an Stimmen haben wir zugelegt, aber allgemein haben wir uns auch dort ein bisschen mehr erhofft. Thomas, Leute, vielleicht noch mal, wieso so ja. 70.000 Stimmen dann jetzt auch 2% sind, das mit diesen 5 Stimmen oder so, die ihr habt. Ja, das muss Burkhard nachher erläutern. Okay. Moment. Jetzt habe ich verstanden, worauf du hinaus willst. Das Wahlsystem in Hamburg erkläre ich nachher noch an anderer Stelle. Das ist nämlich recht interessant. So. Den Einzug in die Bürgerschaft haben wir nicht geschafft. Das heißt aber nicht, dass es in Hamburg keine Mandate gibt, denn 2011 hat zeitgleich mit der Bürgerschaftswahl auch eine Bezirkswahl stattgefunden, und da haben wir tatsächlich bereits aus dem Stand 3 Abgeordnete in Bezirksversammlungen gebracht. Das war zum einen ein Abgeordneter in die Bezirksversammlung Bergedorf, das war der Jan Penz, der dann später zusammen mit den Abgeordneten der FDP in der Bürgerschaftswahl Fraktion gegründet hat, ganz genau, die dann von der FDP irgendwann dann mal aufgelöst worden ist, aber allgemein war das eine ziemlich coole Sache, das hat auch personell sehr gut gepasst, und das passte auch zu Bergedorf, weil Bergedorf schon so ein bisschen anders ist wie jetzt der Bezirk Mitte, aber das ist halt so eine Hamburger Problematik. In Mitte haben wir 2011 gleich 2 Kandidaten reingebracht und den dritten knapp verfehlt. Und wie das so ist, braucht man für eine Fraktion 3 Abgeordnete. Und Fraktion bedeutet auch, dass das voller Zugriff auf alle Ausschüsse und ähnliche
Wesentliches ist und natürlich auch finanzielle Unterstützung. Das ist alles gebunden an die Fraktion, sodass also unsere ersten, dass die beiden Abgeordneten im ersten Jahr eigentlich doch etwas eingeschränkt waren in ihren Möglichkeiten. Da hatten wir dann Glück, 2012, gab es dann einen Übertritt durch eine Abgeordnete der Grünen in der Bezirksversammlung mit Gül-Eiden war das, die es uns dann ermöglicht hat, eine Fraktion zu gründen. Ja, und dann ging es richtig los. Ja, und bei der Bezirkswahl 2014, das ist also dieses Jahr gerade erst gewesen, haben wir dann in Mitte erneut zwei Abgeordnete in die Bezirksversammlung gebracht und haben dann auch endlich den Einzug in die Bezirksversammlung Nord geschafft, wobei ihr seht es, jeweils nur zwei Abgeordnete, das heißt, wir sind nirgendwo mehr mit Fraktionen vertreten und das ist schon ein Problem und war auch anders geplant. Also Mitte und Nord waren eigentlich Fraktionen gesetzt. Ja, weil es immer so ein Thema ist bei uns, nochmal ganz kurz, Programmschwerpunkte der Piraten Hamburg, das sind im Wesentlichen tatsächlich die Kernthemen und Kernthemen sind ja nicht Internet, das wissen zumindest wir. Also Hamburg ist ganz stark in der Frage Demokratie und Bürgerrechte, innere Sicherheit, das dürfte der Bereich sein, an dem unser Programm im Moment so die größten Inhalte umfasst. Digitale Gesellschaft, Netze, Nutzerhand. Netze bedeutet dann bei uns aber nicht nur Internet, sondern dann zum Beispiel auch das Stromnetz, was gerade mit einem Volksentscheid zurückgekauft wurde, beziehungsweise die Bürger haben entschieden, dass es zurückgekauft werden muss. Stadtentwicklung ist klar, Hamburg hat da ein Problem, was Wohnungen angeht. Deswegen ist dieser Bereich bei uns ebenfalls sehr stark im Programm vertreten und er ist auch im Wesentlichen das Bundesprogramm, was wir dazu haben. Das ist in Bayern damals beschlossen worden. Transparenz im Staatswesen, dazu sage ich nachher auch noch mal was. Wir haben ja in Hamburg das Transparenzgesetz und Bürgerbeteiligung. Das sind unsere Programmschwerpunkte. Also reine Kernthemen, keine Exotenthemen. So, und dann komme ich zum Hamburger Wahlsystem. Das ist nämlich tatsächlich sehr interessant. 2008 wurde es eingeführt, ein personalisiertes Verhältniswahlsystem. Eingeführt wurde es auch auf Initiative oder über einen Volksentscheid. Hamburg hat ja eine recht moderne Volksgesetzgebung und mehr Demokratie e.V. hat dort 2004 einen Volksentscheid zu einer Wahlrechtsreform veranlasst und 2008 ist das Wahlsystem dann eingeführt worden. Das heißt, jeder Hamburger hat 10 Stimmen. Er kann 5 Stimmen auf die Wahlkreiskandidaten vergeben, egal auf
welche. Er kann dort also auch über die Listen springen, kann also auch Kandidaten verschiedener Parteien jeweils seine Stimmen verteilen. Das ist ihm völlig selbst überlassen. Und die anderen 5 Stimmen sind halt für die Kandidaten der Landeslisten. Oder aber er kann auch Landeslisten komplett, also da gibt es ein Umfeld, die ganze Liste also auch wählen. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Bürgerschaftswahl 2015, zu dem, was also aktuell bei uns läuft. Angefangen haben wir im Frühsommer, eigentlich rechtzeitig und eigentlich auch recht früh und auch mit großer Beteiligung. Wir haben erstmal einen Kickoff gemacht und eine Analyse, wobei ich das Wort Analyse jetzt eigentlich nur dort als Show hingeschrieben habe, so richtige Analysen. Ich sehe uns da nicht in der Lage. Das ist doch, na klar, können wir Daten auswerten, das können wir alle sehr gut, aber zur Analyse gehört halt doch ein bisschen mehr und eben sind auch richtige Schritte oder aus den Erkenntnissen zu ziehen. Bemängelt wurde, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich heute schon oft gesagt worden hier, die mangelnde Beteiligung der eigenen Mitglieder, dass es A, zu wenig gibt und dass die wirklich aktiv sind, auch noch mal die Minderheit der zu wenigen Mitglieder darstellen. Bemängelt wurde auch nicht Einhaltung von Planung und Termin. Das ist auch so ein Piratenproblem. Irgendwie können Piraten nicht mit der Zeit, vielleicht brauchen sie eine Atomuhr oder so. Das klappt irgendwie selten, so Unpünktlichkeit und so das Verschieben von Terminen ist so eine reine Piratenkrankheit. Fehlende Planung war allgemein in der Kritik ein Schwerpunkt in der Kritik. Auch darauf komme ich noch zu sprechen, war fehlende oder unzureichende Pressearbeit. Und unzureichende Präsenz vor dem eigenen Wahlkampf. Das ist auch das Feedback, was wir von den Wählern bekommen. Also fast immer, dass sie uns halt vorwerfen, dass wir eigentlich nur sichtbar werden, wenn Wahlkampf ist. Auch das ist natürlich geschuldet im Wesentlichen der geringen Anzahl an Aktiven. Und selbst wenn ich in einem Bezirk wie Wandsbek oder wie Nord in einem Stadtteil einen Infostand mache, dann kann ich auch jeden Tag machen und dann habe ich natürlich trotzdem noch viele, viele Hamburger, die uns dort nicht wahrnehmen. Das ist also ein echtes Problem. Aus diesem Kickoff sind dann auch die ersten Entscheidungen gefallen. Gewünscht war eine zentrale Orga, gewünscht war mehr Vorwahlpräsenz. Wir haben dort das erste Mal über Themenplakate gesprochen, also über Plakate allgemein, die in Hamburg eine sehr wichtige Rolle spielen im Wahlkampf. Auch dazu komme ich dann gleich nochmal. Wir haben dort in der Vergangenheit oder wir haben in den letzten 3 Wahlen, also Bezirkswahl, Europawahl,
Europawahl und Bundestagswahl auch die Kampagne des Bundes gefahren, haben also unsere Plakate mit Köpfen, Themen mit Köpfen verbunden, so wie das vorhin in der Präsentation von Kungler schon mal kurz anklang. Und mussten aber uns dann eingestehen, dass das aus unserer Sicht nicht die richtige Strategie war. Wir wollten also zurück zu der Kampagne von 2011, wollten auch allgemein weniger Motive bestellen. Auch das ist erfreulicherweise in der Präsentation von Kungler schon angesprochen worden. Wir haben halt in den Kampagnen davor tatsächlich das ausgenutzt, was uns der Drucker angeboten hat. Wir hatten einmal so die Möglichkeit, ich glaube 20 oder sogar 25 Motive in einem Satz zu drucken, ohne Mehrpreis. Das klang uns effizient, das haben wir gemacht, haben dabei aber vergessen, dass wir natürlich die Kandidatenplakate dann eher in die Wahlkreise stellen. Dass also viele dieser Slogans, viele dieser Themen und Forderungen, die auf den Plakaten standen, nur von einer sehr, sehr geringen Anzahl an Hamburgern, nämlich die dort in den Wahlkreisen leben, wahrgenommen worden sind. Da wollten wir wieder weg. Dann haben wir die WKK, die Wahlkampfgruppe, wiederbelebt. Das ist keine neue Erfindung, die gab es eigentlich immer. Die WKK ist eigentlich das Gegenstück zu einer zentralen Organisation, so wie es der Kungler vorgeschlagen hat. Sie erfüllt aber so ein bisschen unsere eigenen Ansprüche an Beteiligung. Wir behaupten ja, dass man bei uns mitmachen kann, immer und überall. Und das geht natürlich nur, wenn man eine offene Struktur anbietet. Natürlich, das wissen wir mittlerweile auch alle, hat das auch Fallstricke. Natürlich gibt es da neue Probleme. In diesem Fall ist es halt so, dass die Zusammensetzung dieser Wahlkampfgruppe natürlich nicht immer statisch ist. Da gibt es große Fluktuationen, was dann halt dazu führt, dass man viele Dinge mehrfach erzählen muss, nämlich immer dann, wenn jemand Neues da ist, weil die Protokolle natürlich nicht gelesen werden. Völlig egal, ob wir sie ins Wiki stellen oder nicht. Ja, die WKK hat eigentlich schon auch weitreichende Befugnisse, das ist auch so gedacht, weil dort im Wesentlichen auch die Landesvorstände mit aktiv sind, auch die Pressepiraten mit aktiv sind, sodass dort also durchaus Entscheidungen fallen, die dann als Beschlussvorlagen vom LAFO umzusetzen sind. In der Vergangenheit haben wir 14-tägig getagt, nun werden wir das wohl wöchentlich tun müssen. Und die Pressearbeit ist dann eigentlich in diese Wahlkampfgruppe integriert. Als eines der ersten Geschichten haben wir gemacht, dass wir uns nochmal angeguckt haben, mit welchen Themen wollen wir eigentlich an die Wähler herantreten, was soll also in Inhalte unseres Wahlkampfs sein. Es war eine ziemlich spontane Geschichte, so ein kleines Brainstorming, und ich dachte, da werden jetzt wahrscheinlich 7, 8, 10 Themen rausfallen und dann kann man das weiter eingrenzen und dann sind wir fertig. Das war leider
nicht ganz so. Das Ergebnis, das waren dann irgendwie 23 Themen und damit ging das natürlich nicht. Das war auch nicht das, was wir haben wollten. Wir wollten eigentlich wieder ein bisschen runterkochen und wollten eigentlich 6 oder 7 Themenplakate stellen und die dann halt in ganz Hamburg. Deswegen haben wir das Instrument einer Themenmatrix benutzt. Wir haben also alle diese 23 Vorschläge genommen und haben sie bewertet nach 3 Kriterien. Wie groß ist die Zielgruppe? Ist dieses Thema wahlentscheidend für die Zielgruppe und haben die Piraten mit diesem Thema unter Umständen ein Alleinstellungsmerkmal? Also ist das etwas, was nur wir fordern? Also ich nehme mal 2 Beispiele. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe Fahrradpolitik, da ist in Hamburg die Zielgruppe recht groß. Das sieht man zum Beispiel an den Critical Mass, die immer am Freitag, am letzten Freitag im Monat stattfinden. Da fahren also 4.000 bis 5.000 Leute durch Hamburg in einer Art Demonstration. Und aktuelle Studien haben auch gezeigt, dass in Hamburg und auch in Berlin die Leute mittlerweile bereit sind oder ein Drittel der Leute bereit sind, auf ihr Auto zu verzichten und lieber das Fahrrad benutzen. Und das ist natürlich Leute, die so eine Entscheidung treffen. Ja, für die ist das Fahrrad wichtig und die machen von einer Politik, die das Fahrrad bevorzugt, natürlich ist das für die auch wahlentscheidend. Ja. Ich komme gleich zu dir. Ja. Insofern kann man das hier schon mal mit Ja und Ja beantworten. Was aber ganz klar ist, dass das natürlich so ein typisches Thema ist, was man eher den Grünen zuschreibt und nicht so den Piraten, wobei sich das in Hamburg gerade ein bisschen ändert. Also hat das nicht so den Alleinstellungspunkt für uns. Während zum Beispiel über ein Thema Transparenz ein bisschen anders aussieht. Auch dort gibt es eine große Zielgruppe in Hamburg. Das hat der Volksentscheid zum Transparenzgesetz gezeigt. Ob das Thema wahlentscheidend ist für die Zielgruppe, glaube ich zwar nicht, aber das ist definitiv ein Thema, wo wir als Piraten das Alleinstellungsmerkmal haben. Transparenz in der Form fordern halt tatsächlich nur wir. Und jetzt bitte für dich. Nur ganz kurz, ich fragte euch, ob die Zielgruppe groß ist. Habt ihr euch auch gefragt, ob sie wichtig ist? Nee, die Frage haben wir nicht gestellt, weil im Wesentlichen die Wichtigkeit ergibt sich halt aus meinem Begriff daraus, ist das Thema für die Zielgruppe wahlentscheidend und dann ist sie auch wichtig. So würde ich das formulieren. So, die Ergebnisse waren dann die gewünschten 6 Einschränkungen in die Bereiche. Nicht überraschend ist, dass das jetzt im Wesentlichen unsere Kernbereiche geworden sind, was auch daran liegt, dass wir das Thema Alleinstellung natürlich bei der Bewertung nochmal besonders
besonders berücksichtigt haben. Das heißt, in Hamburg ist eines der Wahlkampfthemen Transparenz, wobei das konkret heißt, dass wir auf die konsequente Umsetzung des Hamburgischen Transparenzgesetzes, an deren Stellung wir ja maßgeblich beteiligt waren, setzen. Transparenz bedeutet für uns auch, dass wir ein Vergaberegister haben wollen für Aufträge aus der öffentlichen Hand an Firmen. Und das Thema Korruptionsbekämpfung ist uns ebenfalls sehr wichtig. Zweites Thema für den Wahlkampf ist Bürgerbeteiligung. In Hamburg bedeutet das ganz konkret, dass wir Bürgerentscheide verbindlich machen wollen. Es gibt ja zwei Ebenen, den Bezirk und das Land, und dementsprechend gibt es auch in der Volksgesetzgebung zwei Instrumente. Der Bürgerentscheid ist quasi ein Entscheid auf Bezirksebene und der ist nicht verbindlich. Dort hat der Senat immer die Möglichkeit, dieses Thema zu evozieren, an sich zu reißen und damit die Entscheidung der Bürger quasi zunichte zu machen. Volksentscheide sind, ich glaube, seit 2009 verbindlich in Hamburg. Da ist dieses Problem also nicht. Bürgerbeteiligung bedeutet für uns immer noch Online-Beteiligung, auch wenn unsere eigenen Erfahrungen da jetzt vielleicht nicht so optimal sind, halten wir an diesem Ziel fest, suchen dort aber noch selbst das geeignete Instrument. Wir waren uns doch noch nicht einig, was wir dort zum Beispiel vorschlagen wollen. Das kann ein Petitionssystem sein. Das ist uns eigentlich egal. Entscheidend ist, dass Bürger dort Zugang haben und vor allen Dingen, dass sie mit dem, was sie schreiben und wollen, auch an die richtigen Leute geraten. Ne? Also nicht, dass das irgendeine Plattform ist, wo man etwas reinschreibt, quasi als Kommentar, und dann bleibt das halt ungehört und unbewegt, sondern wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, einer echten Beteiligung. Bürgerbeteiligung offline bedeutet aber auch, dass wir für eine Regelfinanzierung der Stadtteilbeiräte sind. Das sind so Beiräte, wo sich halt Anwohner eines Stadtteils zusammenfinden, um über die Probleme ihres Stadtteils zu diskutieren und der Politik Problemlösung vorzuschlagen. Das ist eine sehr gute Idee. Das Problem ist halt, dass die Politik, also der Senat in Hamburg, zwar immer wieder die Finanzierung dieser Stadtteilbeiräte verspricht, es aber in der Regel nicht tut. Und wir fordern deswegen dort eine Regelfinanzierung. Ja, das Thema Wohnungsbau ist, glaube ich, selbsterklärend in einer Stadt wie Hamburg. Da geht es vor allen Dingen natürlich um mehr Sozialwohnungsbau. Wir haben das Problem, dass in Hamburg sehr wohl öffentliche geförderte Wohnungen entstehen und dass die auch erstmal in der Regel für 10 Jahre und einer gewissen besonderen Bindung sind, was die Mieten angeht. Aber nach 10 Jahren fallen sie halt da wieder raus und stehen quasi dem freien Markt zur Verfügung.
Verfügung und da kann man dann halt auch zusehen, wie sich das entwickelt. Das heißt also, es fehlt an Sozialwohnungen. Ja? Die Politik plant Wohnungen, baut aber nicht. Und wenn sie baut, dann ist das so wenig, dass eigentlich mehr Wohnungen aus der Sozialbindung rausfallen, als neue Sozialwohnungen entstehen. Und das bedeutet für Hamburg natürlich, dass viele Menschen mit geringen Einkommen quasi aus der Stadt vertrieben werden und an den Stadtrand beziehungsweise sogar an die umliegenden Bundesländer ziehen müssen. ÖPNV ist in Hamburg natürlich auch ein Riesenthema. Hamburg hat eigentlich ein sehr gutes öffentliches Nahverkehrssystem, aber es ist nicht so gut, dass man es nicht besser machen kann. Hier steht insbesondere unsere Forderung HVV Lau. Das heißt, wir wollen den ticketlosen Nahverkehr, wir wollen, dass das ganze System umlagefinanziert wird. Das heißt also, jeder Hamburger einen Beitrag im Jahr zahlt und nicht nur jeder Hamburger Bürger, sondern eben auch die Firmen. Und dass wir das also somit den Nahverkehr einfach auch attraktiver machen können, weil Menschen zum Beispiel keinen Fahrschein brauchen, weil sie einfach das System nutzen, so wie ich jetzt mit meiner Abo-Card einfach nicht darüber nachdenke, ob ich jetzt Bus oder Bahn nutze, weil ich habe das eben bezahlt. So möchten wir das ganz gerne für alle Bürger haben und dass die meisten Bürger dann am Ende halt auch überlegen, ob sie nicht das Auto stehen lassen. Denn Autoverkehr ist in Hamburg ein echtes Problem. Ja, wir fordern noch eine Stadtbahn. Es ist so, dass es auch in Hamburg wie in vielen westdeutschen Großstädten in den 70er Jahren Straßenbahnen abgeschafft worden sind. Da war Auto und Bus der neue heiße Scheiß. Und so ist das auch in Hamburg. Ich glaube, 1976 passiert. Busse haben aber das Problem, dass sie natürlich die ohnehin durch den Hafen sehr stark belastete Luft in Hamburg eigentlich noch weiter mit Feinstaub und Partikeln anreichern. Und wer in Hamburg Bus fährt, der weiß, dass das nicht sehr attraktiv ist. Die Busse sind in der Regel sehr voll und da sind Bahnen aufgrund schon ihrer höheren Kapazität, ihrer geringeren Lautstärke einfach ein besseres System. Es gibt zwar ein sehr gut ausgebautes System an U-Bahnen und S-Bahnen, das sich auch ergänzt. Das Problem ist halt, die Verbindungen sind fast alle Nord-Süd. Also man muss eigentlich immer, wenn man vom Norden in den oder wenn man von Osten in den Westen will mit der Bahn, muss man eigentlich immer über den Hauptbahnhof. Das heißt, man fährt erstmal in südliche Richtung, quert und dann wieder nach oben. Das ist umständlich. Und wir hätten für diese Verbindung gerade im Norden und auch unten, also so auf der anderen Seite der Elbe, ganz gerne ergänzende Schienenverbindungen
Verbindungen, die dann als Querung nutzen. Und dort hätten wir ein Stadtbahnsystem oder ein Stadtbahnsystem. Relativ frisch ist bei uns ein Programm zum Thema Fahrrad. Das haben wir auf dem letzten Landesparteitag beschlossen. Und da entwickeln wir uns gerade so ein bisschen auch zur Lobbypartei. Wobei man sagen muss, das bestätigt sich dort, dass das Thema für die Fahrradfahren extrem wichtig ist, politisch. Also wir hatten Leute, die ja gerade die Mobil kommen, eine Verkehrskonferenz in Norddeutschland, da war das Thema Radfahren auch sehr wichtig. Da hatten wir Gäste vom ADFC, die uns auch so sehr genau schon kritisiert haben, auch für das, was wir zum Beispiel in Bezirksversammlung machen zu diesem Thema. Also denen ist das sehr, sehr wichtig. Ja, und das nächste Thema für Hamburg, Bürgerrechte, Polizei, bedeutet für uns aus Piratensicht vor allen Dingen Kennzeichnungspflicht von Polizisten, die gibt es in Hamburg noch nicht. Und wir möchten, dass die gesetzliche Grundlage für das Instrument des Gefahrengebiets aufgehoben wird. Gefahrengebiete sind halt Gebiete, die Polizei in Hamburg relativ selbstständig festlegen kann. Die kann also ganze Stadtgebiete zu Gefahrengebieten erklären und dort sind de facto die Bürgerrechte der Bewohner aufgehoben. Die Polizei kann jederzeit und auch ohne Vorliegen von Anlass oder Verdacht Personalien feststellen, mitgeführte Gegenstände durchsuchen und kann Platzverweise verleihen. Platzverweise erteilen. Sehr gut, vielen Dank. Ja, also ein extremer Eingriff in die Rechte der Bürger und wir waren von Anfang an gegen oder haben von Anfang an gegen diese Gefahrengebiete gekämpft und ist für uns ein ziemlich wichtiges Thema auch im Wahlkampf. Ja, noch ein Ding, was uns sehr wichtig ist, was aber wo wir nicht so richtig mit vorankommen. Ich weiß, die Piraten in Bayern, glaube ich, diskutieren gerade über piratige Werte oder wollen da nochmal sowas wie ein Wertesystem schaffen. Wir wollen da einen Schritt weiter gehen und möchten eigentlich ein piratiges Gesellschaftsbild formulieren, einfach auch, um den Wählern deutlich zu machen, wohin unsere Bestrebungen eigentlich hin wollen. Warum wir so zum Beispiel auf das Thema freie Netze pochen, warum wir halt auf die extreme Einhaltung der Bürgerrechte pochen. Also, dass wir dort mal eine Formulierung schaffen, wie stellen wir uns die Gesellschaft in der Zukunft vor, was ist das Ziel unseres politischen Wirkens. Das fehlt uns im Moment noch. Dass also dann quasi alles, was wir so an Themen haben, verbindet und dem Wähler auch klar macht, warum wir das tun. Gleichzeitig soll dieses
Gesellschaftsbild auch leicht Thema sein des Bürgerschaftswahlkampfes. Und insofern haben wir uns da selber ein bisschen unter Druck gesetzt. Ein bisschen ist der Knoten geplatzt, als in einer der WKK-Sitzungen der Begriff Bürgerstadt auftauchte. Und wir fanden, dass das eigentlich ziemlich genau das erklärt, was wir haben wollen. Also zumindest für Hamburg passt das ganz gut für einen Stadtstaat. Dass also der Bürger die Stadt ist und dabei ist es völlig unerheblich, wo er herkommt, ob er deutscher Staatsbürger ist oder sonst irgendetwas. Wenn er in Hamburg lebt, ist er halt Hamburger Bürger. Und damit soll er muss ihm die Teilhabe sichergestellt werden. Wir haben das jetzt ausgebaut zu einem Leitthema Freie und Bürgerstadt Hamburg, also in Anlehnung an die Bezeichnung der Stadt Hamburg, Freie und Hansestadt, haben wir diesen Slogan etwas umgedichtet und werden damit Wahlkampf machen. Ja, kein Wahlkampf ohne Kandidaten. Selbstverständlich haben wir uns auch eine Liste gegeben. Und ich muss sagen, dass ich mit dieser Liste extrem zufrieden bin. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, welche Liste den Landesverband eigentlich besser repräsentiert. Deswegen möchte ich euch zumindest die ersten 6, das wären also die im Falle von 5% einziehen würden, ganz kurz vorstellen. Das ist zum einen Booker, dem wir auch hier mit nach Kassel gebracht haben. Sitzt also hinter euch, genau, ist Listenplatz Nummer 1. Burkhard ist seit 2009 Pirat bei den Piraten Hamburg. War von 2012 und 2013 Landesvorstand, also so einmal ein Jahr als Beisitzer, ein Jahr als stellvertretender Landesvorstand. Und Burkhard ist verantwortlich im Wesentlichen für unser Programm im Bereich Bürgerrechte und innere Sicherheit. Und insofern extrem aktiv, was das angeht. Burkhard war auch sehr aktiv, was das Hamburger Transparenzgesetz angeht. Da hat er nämlich selber mit Hand angelegt, damit es auch ordentlich wird. Und aus meiner Sicht absolut zu Recht Listenplatz 1. Andreas Gerhold ist auch hier dabei. Andreas Gerhold ist bei uns jetzt Listenplatz Nummer 2, obwohl diese Listenplätze, das kann ich bei der Gelegenheit mal sagen, eigentlich nicht mehr so diese Bedeutung haben in Hamburg wie früher, weil jeder Wähler kann ja jeder Person so viele Stimmen geben, wie er halt hat. Also er kann auch Platz 23 der Landesliste seine 5 Stimmen geben. Ja, und insofern kann es durchaus sein,
dass nicht Listenplatz 1 gewählt wird am Ende, sondern Listenplatz 14 oder so. Das ist aus nach dem... Das ist... Ja, selbstverständlich ist das unwahrscheinlich. Und überhaupt fällt mir nicht ins Wort, diese Hamburger. Ja, Andreas ist Fotograf im Beruf, lebt auf St. Pauli, ist auch 2009 in die Piratenpartei eingetreten, ist bei uns vor allen Dingen verantwortlich und nicht nur für unser Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsprogramm, sondern auch im weiten Teil für das Bundesprogramm. Und ist auch seit 2011 Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. Genau, das ist Andreas. Listenplatz 3 haben wir Jörg. Jörg ist ebenfalls seit 2009 Pirat in Hamburg, ist unser umweltpolitischer Sprecher, ist Unternehmer im Bereich erneuerbare Energien, also konkret geht es bei ihm um Biokraftstoffe und war auch Mitglied im Landesvorstand, allerdings 2010 und 2011 war unser Schatzmeister und ist aktuell Listenplatz 3. So, und dann haben wir noch Simone auf der 4. Simone ist seit 2012 Pirat, ist aktuell stellvertretende Bezirksvorsitzende in Eimsbüttel, war aber auch 2012 im Landesvorstand als Beisitzer. Und Simone ist bei uns vor allen Dingen aktiv im Bereich Flüchtlings- und Asylpolitik, im Bereich digitales Leben und im Bereich Inklusion. Relativ neu bei uns, nämlich erst seit Januar 2014, ist Steffi. Steffi ist Systemadministratorin. Ne? Genau, also hat einen typisch piratigen Beruf. Und ist ebenfalls bei uns sehr aktiv im Bereich Asyl- und Flüchtlingspolitik und im Bereich Bürgerbeteiligungsform. Und die Spitzengruppe wird nach unten erstmal abgegrenzt von Mustafa Akpolat, der seit 2012 Pirat ist. 2011 war Mustafa noch als freier Kandidat bei den Bürgerschaftswahlen angetreten. Er ist Mitglied im Bezirksverband Mitte, ist dort im Moment auch Schatzmeister, ne? Genau. Ja, genau. Und ist bei uns Platz 6. Ja, wie gesagt, eine großartige Liste und ich kann euch nur bitten, tragt das auch nach außen, dass wir eigentlich dort eine ziemlich weise Entscheidung haben, getroffen haben. Ja, das Thema Plakate war heute schon ziemlich viel Thema und es ist auch für uns in Hamburg extrem wichtig. Wir schätzen das nämlich tatsächlich als eines der entscheidenden Wahlkampfelemente ein. Wir haben 2011 aus unserer Sicht bereits eine sehr gute Kampagne gefahren, trotz der wenig zur Verfügung stehenden Zeit. Die Piraten
aus Rheinland-Pfalz werden die Plakate auch kennen. Die haben sie nämlich danach auch genutzt. Und klar, die Bildsprache ist klar. Wir haben also zugesehen, dass wir mal ein ziemlich selbsterklärendes Motiv gefunden haben, das mit einem knackigen Slogan versehen, ein dickes Logo drauf, und das war's schon. Und man muss auch sagen, dass die Plakate 2011, insofern gebe ich Kungler auch recht, eigentlich in der Wahrnehmung der Bürger und der Wähler die einzigen Plakate, ich reiche mal noch die zweite sehr nach, die einzigen Plakate waren, die wirklich eine politische Aussage hatten. Und wir sind dafür sehr gelobt worden und ich glaube, sie waren auch Teil unseres Erfolges, also unsere Prozente 2011. Ja, wie ihr seht, ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass unsere dass die Hamburger türkische Herkunft die größte Gruppe ist unter den Bürgern mit sogenannten Migrationshintergrund. Wir haben 2011 das zum Anlass genommen und haben schon mal zwei Plakate und auch Flyer in türkischer Sprache drucken lassen. Selbstverständlich haben wir auch 2011 dann die entsprechend damit verbundenen Diskussionen geführt. Ich denke aber, der Erfolg gibt uns recht. Inzwischen sind ja auch viele türkischstämmige Piraten aktiv. Insofern würde ich das jetzt auf jeden Fall auch wieder rechtfertigen. Und es ist auch in der Planung, dass wir dieses Jahr wieder mit einem türkischen Flyer und einem türkischen Plakat antreten. Bei den nachfolgenden Wahlen, also Bundestagswahl und Bezirkswahl, haben wir dann die Designlinie des Bundes übernommen, haben aber auch eigene Plakate entwickelt. Also in der Regel unsere Kandidaten mit Slogans versehen. Also auch diesen Schritt gewagt, Köpfe mit den Themen zu verbinden. Wie gesagt, so ganz zufrieden waren wir damit nicht. So dass wir jetzt wieder zurück wollen zu der Bildsprache und dem Plakatdesign aus 2011. Die Plakate für die aktuelle Kampagne sind noch nicht fertig. Da gibt es bisher nur Entwürfe, weil ich aber weiß, dass das ziemlich wichtig ist für die meisten Piraten. Habe ich euch da schon mal was mitgebracht? Also das sind die ersten Entwürfe. So ungefähr könnte das aussehen. Also auch wieder ein sehr aussagekräftiges Bild, versehen mit einem Slogan, das Ganze auf Orange, wie gewünscht. Das Logo muss natürlich noch größer. Wissen unsere Grafiker aber noch nicht. Und wir verwenden hier, das ist aber jetzt im Moment noch experimentell,
Geld tatsächlich dann auch den Logo Freie und Bürgerstadt. Das wird wahrscheinlich noch ergänzt. Freie und Bürgerstadt Hamburg. Ja, im Wesentlichen, das habe ich jetzt eigentlich nur mitgebracht, um deutlich zu machen, dass wir das also schon in der Arbeit haben. Überhaupt ist es so, wir werden Unterstützung brauchen. Was wir jetzt vermutlich nicht so sehr brauchen, ist strategische Beratung oder ähnliches, sondern wir werden konkrete Hilfe brauchen bei ganz bestimmten Themenbereichen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und natürlich wird es spätestens im Januar auch massiv personelle Unterstützung brauchen, wenn es nämlich darum geht, im Januar dann möglichst viele Infostände zu stellen. Denn die sind trotz allem natürlich enorm wichtig. Wir müssen selbstverständlich auch in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Und wir werden auch die Plakataktion, denn wenn es nach uns geht, werden wir so viel stellen, wie wir halt, wie das Budget hergibt, werden wir auch Unterstützung brauchen. Zum Thema Unterstützung und Koordinierung komme ich nachher nochmal. Ja, und das bringt uns schon zu einem Thema, was uns im Moment und sicherlich nicht nur uns schon noch ein bisschen Sorge bereitet. Das ist das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Eine Frage. Ich kann mich daran erinnern, dass ihr Plakate nur auf irgendwelche Holzstützen stellen durftet. Zumindest. Nee. Hat sich das also erledigt? Ja, ich weiß es nicht. Das gab es nicht. Wir haben seit 2011 Hohlkammerplakate draußen und das ist überhaupt kein Problem. Genau. Also da gibt es vielleicht doch eine Veränderung. Das ist bei uns genauso wie in München. Also zum einen dürfen wir nur Plakate DIN A0 verwenden, also die großen. Und die werden auch gestellt, also so an Laternen, Bäume und so gestellt, nicht übereinander, so wie jetzt in Berlin zum Beispiel, wie wir in Berlin gehängt haben und wie in Niedersachsen, glaube ich, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die sieht man nicht. Kleine dürfen auch, aber die sieht man nicht. Vollkommen richtig. Genau. Ja, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ist immer Kritikpunkt bei Piraten, immer. Ist auch ein Job eigentlich für Profis, nur leider finden sich diese Profis bei uns nicht immer. Insofern ist das immer ein Hort der Kritik, natürlich auch in Hamburg, und deswegen haben wir eigentlich gedacht, wir machen das Richtige und haben diesen Bereich komplett outgesourced. Wir sind da mit dem Ergebnis noch nicht ganz zufrieden, müssen auch noch mal drüber reden, aber allgemein bleibt es natürlich so, dass wir solche Bereiche ganz gerne oder dass wir die Möglichkeit haben, solche Bereiche dann komplett abzugeben, damit wir uns nicht darum kümmern müssen. Ja, da muss es aber auch funktionieren. Ich habe aber trotzdem an euch mal eine Bitte. Wir haben das schon mal versucht, in die Bundespresse reinzutragen. Da fand das nicht so Gehör. Aber das ist zum Beispiel ein Bereich, wo ihr
uns als erstes unterstützen könnt, gar nicht so sehr in Hamburg, sondern indem ihr bei euch natürlich, wenn ihr im direkten Pressekontakt seid, also sei es jetzt als Vorstand oder als Pressepirat in einer Gliederung, völlig egal in welcher, natürlich auch auf den Wahlkampf in Hamburg verweist, natürlich auch auf unser Programm verweist, natürlich auch auf unsere Kandidaten verweist. Und somit also auch ein gewisses Grundrauschen schafft, was extrem wichtig ist. Denn natürlich ist es uns auch hilfreich, wenn in der Augsburger Allgemeinen oder so ein Bericht über Hamburg oder die Piraten steht, aus welchen Gründen auch immer. Weil das setzt natürlich auch so ein bisschen die Presse in Hamburg unter Druck, vielleicht uns mal anzuschauen. Denn wir haben keine Fraktion auf Landesebene und das bedeutet, dass wir natürlich so ein bisschen in der täglichen Aufmerksamkeit konkurrieren mit den 5 Parteien, die in der Bürgerschaft sitzen. Und da ziehen wir natürlich immer den Kürzeren. Also es ist viel einfacher für die Piraten Pinneberg ins Hamburger Abendblatt zu kommen, als für die Piraten Hamburg. Hört sich erstmal komisch an, ist aber nachvollziehbar, weil Pinneberg ist halt nicht so viel los und da kann man gerne mal einen Artikel über die Piraten schreiben. Während natürlich das politische oder die politischen Themen in Hamburg bestimmt werden durch die Parteien in der Bürgerschaft. Das ist ein Riesenproblem für uns. Da fehlt es uns wirklich an Relevanz, die dann für Aufmerksamkeit seitens der Presse sorgt. Insofern also auch die Bitte bei euch, bei jedem Pressekontakt, sprecht das Thema Hamburg gut ruhig an. Und um es euch ein bisschen zu vereinfachen, gebe ich euch mal einfach 3 Themen mit. Zum einen ist es natürlich das Thema Transparenzgesetz. Es ist vor 2 Jahren in Hamburg eingeführt worden. Aufgrund einer Volksinitiative, auf Initiative von den Piraten und Mehr Demokratie e.V. Am Ende gab es ein Bündnis aus Mehr Demokratie e.V., dem Chaos Computer Club, Transparency International und den Piraten, wobei wir um eine Überparteilichkeit zu gewährleisten, uns dort ein bisschen in der Öffentlichkeit zurückgehalten haben. Ein Schritt, den wir sehr bitter bereut haben, ja, weil wir natürlich jetzt nur begrenzt als Mitinitiator dort wahrgenommen werden. Trotzdem ist der Erfolg natürlich unser und Piraten haben Hamburg einfach mal ein Programm umgesetzt. Kann man so schreiben. Dazu kommt, dass es einen aktuellen Bezug gibt. Vor wenigen Wochen ist die 2. Stufe dieses Transparenzgesetzes gestartet, denn bis dahin war es nur möglich für die Bürger Anfragen an die Verwaltung zu stellen und die mussten dann Auskunft geben. Da gab es halt Portale, wie zum Beispiel Frag den Staat, die das dann so ein bisschen unterstützend begleiten. Seit wenigen Wochen gibt es ein Webportal, wo die Stadt Hamburg also selbstständig Dokumente, Verträge,
Dienstanweisungen und den ganzen Kram ins Netz stellen muss, wo die Bürger jetzt also suchen können. Es gibt also ganz konkret einen aktuellen Anlass für die Pressearbeit. Und natürlich sollte jedes Land ein Transparenzgesetz haben. Wäre also ein Thema, was man durchaus mal ansprechen kann, auch in anderen Ländern, und darauf gerne auf Hamburg verweisen. Ja, der Hafen. Auf den Hafen habe ich schon gesprochen. Das ist natürlich so die Seele von Hamburg. Ist ja auch ein Riesending. Schafft viele Arbeitsplätze oder viele Menschen arbeiten dort. Trotz alledem gibt es da halt immer einen Zielkonflikt. Was ich meinen Schweizer Kollegen immer erzählen muss, dass Hamburg gar nicht am Meer liegt, sondern dass wir 150 Kilometer vom Meer weg sind und dass die Containerschiffe, die immer größer werden, halt erstmal die Elbe rauf müssen, um nach Hamburg zu kommen. Und das bedeutet, dass die Fahrrinne dafür natürlich permanent ausgebackert werden muss. Das ist extrem teuer, ist mit Beeinträchtigung der Umwelt verbunden. Es läuft dort auch gerade eine Klage des BUND gegen Hamburg. Und insofern, die Kosten sind aktuell, ich glaube, 500 Millionen, ne? Oder? War das nicht so für die nächste Aktion? Also irre viel Geld. Bleiben wir einfach bei irre viel Geld. Das ist ausreichend. Und viele, viele Millionen. Ja. Genau. Und tatsächlich haben Piraten schon 2011 entschieden, dass wir das eigentlich so nicht mehr wollen. Haben uns also gegen eine weitere Elbvertiefung entschieden. Und stattdessen fordern wir einen norddeutschen Hafenverbund mit einem Tiefseehafen, der dann natürlich nicht Hamburg ist, sondern wahrscheinlich in Niedersachsen liegt. Und das ist natürlich als politische Forderung in Hamburg schon ein echtes Problem. Für euch, sofern ihr jetzt zum Beispiel aus Niedersachsen seid oder aus Schleswig-Holstein, ist es natürlich ein Thema für die Öffentlichkeitsarbeit. Denn das kann man thematisieren, auch über die Ländergrenzen von Hamburg hinaus. Das hat also auch Relevanz in den anliegenden Ländern. Und ich würde mich freuen, vielleicht gerade der eine oder andere auf. Aktuell ist gerade eine Klage entschieden worden. Ich kenne den Ausgang nicht, aber das Thema ist schon in der Presse, kann man also nutzen. Ja, und dann noch, Presse liebt es ja Personen. Eine Frage. Ist, soweit ich weiß, ist der eine Tiefseehafen ja Wilhelmshaven. Richtig. Ja. Und gibt es noch weitere, die zu diesem Verbund dazugehören sollen? Naja, die Idee ist, man hat einen Tiefseehafen. Dort kommt erstmal alles an aus Asien. Das kommt ja in der Regel aus Asien heute. Und wird dann von dort auf Feeder, also auf kleinere Schiffe, umgeladen und läuft dann die anderen Häfen
an, wie die Ostseehäfen zum Beispiel oder eben auch den Hafen in Hamburg. Und auf diese Weise könnte man mit kleineren Schiffen auf die Elbvertiefung verzichten. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und man würde den Tiefseehafen nicht nur mit Schiffen anbinden, sondern natürlich auch mit Schienenverbindungen, also Zügen. Also insofern hätte man, das ist die Idee, und muss man natürlich sagen, steht man in Hamburg relativ allein. Ich weiß, 2011 sind wir gerade für diese Forderung massiv angegriffen worden. Aber ich glaube, wie heißt das, oder wie sollte es in dem Artikel heißen, die Piraten sind ihrer Zeit hinaus, ja, hat das RTL gesagt. Ja, in dem Fall sind wir es tatsächlich. Ja, Flügelkandidaten. Ja, dieses Thema politische Flügel, progressive Plattformen und so weiter und so fort. Wir haben uns da in Hamburg relativ rausgehalten. Natürlich ging das nicht ganz an uns vorbei. Und auch wir haben massiv unter der öffentlichen Berichterstattung und über auch, nennen wir es ruhig, Imageverlust der Piraten dadurch gelitten. Selber gab es diesen Flügelkampf in Hamburg nie. So, nun haben wir aber zufällig zwei Kandidaten, die, man könnte sie zumindest dem Flügel zuordnen, nämlich Burkhardt sozusagen als linken Liberalen und Andreas als liberalen Linken, also durchaus könnte man sie so protestieren. Und da die Presse natürlich solche Geschichten liebt, kann man es mal versuchen. Ja, also auch das bieten wir. Aber wir müssen ja zusehen, dass wir unsere Kandidaten irgendwie reinbringen, dass die Leute darüber schreiben. Und sie schreiben natürlich lieber über Konflikte oder vielleicht Konflikte, die es ja bei uns in dieser Form gar nicht gibt. Wenn dann nur in der Sache, anstatt dass sie hier darüber schreiben, dass bei uns alles super und toll ist. Das tun sie in der Regel nicht. Ja, da, drei Themen mal so als Idee. Ich würde mich also wirklich freuen, wenn ihr das Thema mal aufnehmt und uns dort unterstützt. Ich hatte ja gesagt, Hamburg hat viele Hochschulen und Universitäten. Das heißt, es kommen aus dem ganzen Land junge Menschen nach Hamburg, die dann auch gerne mal wieder zurück zur Mutti fahren, das Wochenende ihre Wäsche waschen lassen und so. Und da wäre es natürlich auch hilfreich, wenn die dann von Mutti erzählt bekommen, ich habe neulich etwas in wie heißt sie hier, Kassler Nachrichten oder so, ich weiß es nicht, über die Hamburger Piraten gelesen. Das hilft. Ja, das hilft einfach, das Grundrauschen zu erhöhen und es hilft einfach, uns interessanter zu machen. Ja, und dann sind wir beim wichtigsten Problemfeld, nämlich das Geld. Auch dafür oder dazu ist heute schon gesprochen worden, haben wir nicht mehr. Also wir haben nicht genügend
Leute und wir haben nicht genügend Geld. Das ist eine ziemlich schlechte Kombination, weil eigentlich könnte man natürlich mit Geld zumindest die Problematik nicht genügend Leute ein bisschen kompensieren, indem man Dienstleister entweder beauftragen kann. Aktuell stellt sich das bei uns so dar, dass wir ungefähr 35.000 Euro gegenwärtig als Budget für den Wahlkampf zur Verfügung haben. Das entspricht im Wesentlichen dem, mit dem wir auch die vergangenen Wahlkämpfe bestritten haben. Das wird aber nicht reichen. Der Landesverband Hessen hat uns großzügig und sehr freundlich mit 15.000 Euro unter die Arme gegriffen. Dafür noch mal ganz herzlichen Dank. Das wird uns sehr helfen. Also 15.000 Euro, das in Plakate umgerechnet, ist schon mal so die richtige Hausordnung. Das Problem ist trotzdem, dass wir natürlich jetzt in der Situation sind, wir haben das Problem, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen zurückgestellt sind. Ja, viele Menschen halten uns eigentlich schon für gar nicht mehr existent. Jeder, der jetzt irgendwie aktuell mit WLAN spricht, entweder am Infostand oder sonst wo, bekommt das zu hören. Also es gibt immer einen, der dann sagt, euch gibt es noch oder so. Ja. Also wir haben ein Riesenproblem, was die Berichterstattung über uns angeht. Sie findet nur begrenzt statt. Und wir müssten also Reichweite kaufen. Reichweite kaufen zum einen, indem wir zum Beispiel das Thema Plakate möglichst viele stellen. Die sind teuer. Reichweite kaufen, indem wir zum Beispiel Anzeigen in Zeitungen buchen. Das haben wir 2011 schon sehr erfolgreich gemacht. Da standen wir finanziell aber fast noch besser da. Da hatten wir noch ein paar größere Spenden. Und wir müssen Reichweite kaufen, indem wir zum Beispiel auch das Thema Postwurf und Großplakate angehen. Wir haben bisher in Hamburg vermieden ist das falsche Wort, aber wir hatten nicht die Ressourcen, haben sie eigentlich immer noch nicht, Briefkästen zu beflyern oder beziehungsweise mit Infopaketen zu versehen. Sie sehen uns jetzt aber dazu mehr oder weniger genötigt, aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir damit natürlich Menschen erreichen, die wir sonst noch weniger erreichen. Das ist hier schon mal angesprochen worden. Ich weiß nicht, wer es war. Nämlich Menschen, die eher so in den sozial schwächeren Stadtteilen wohnen. Da gibt es bei uns auch Stadtteile wie zum Beispiel Stadtstop oder Jenfeld, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir Menschen über den Briefkasten erreichen. Wir haben im vergangenen Jahr oder zur Bezirkswahl auch das Phänomen gehabt, dass Wähler, gerade Wähler mit Migrations-
Migrationshintergrund an uns herangetreten sind und gesagt haben, Leute, die AfD haut uns die Briefkästen voll und von euch ist nichts dabei. Also wir sind dort einfach in der Pflicht jetzt quasi diese Herausforderung anzunehmen und dort ein gewisses Gegengewicht zu schaffen, um einfach dem Wähler auch das Gefühl zu geben, wir sind noch da und wir können es auch. Denn das ist ja das, was bei der ganzen Geschichte mitschwingt. Ja, jemand hat mal gesagt, auf Augenhöhe mit den Großen, ja, das ist so, die Erwartungen der Wähler an uns sind halt so groß. Wir werden verglichen mit SPD, Grüne und etc. Unsere Möglichkeiten sind aber sehr gering. Und da müssen wir gegensteuern und das geht in dem Fall eben fast nur mit Geld. Ja, bitte. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass der Landesverband Hessen ebenfalls noch ein weiteres Budget beschlossen hat. Und zwar für Leute, die euch unterstützen möchten, von uns aus, von Hessen hochfahren und euch helfen wollen. Mit Manpower stehen nochmal 3.000 Euro für Reisekosten zur Verfügung. Auch dafür vielen Dank. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, dass wir eigentlich, wir haben jetzt hier 50.000 aufgerufen und wir müssten eigentlich, um einen wirkungsvollen Wahlkampf zu machen mit den Leuten, die wir haben, müssten wir eigentlich in einer Region eines Budgets von 150.000 Euro sein. Das ist die Herausforderung. So, was tun wir dafür? Wir machen das, was Piraten immer machen, eine Webseite. Das heißt, die Bundespartei hat uns ihr Spendenportal zur Verfügung gestellt, kostenfrei. Das heißt, wir werden dort demnächst mit einer Aktion starten. Die Aktion ist soweit auch ausgearbeitet. Da hat Michael Ebner sich auch ganz hervorragend beteiligt. Sie wird 5% für Hamburg heißen und zielt darauf ab, dass wir Spender bitten, einfach 5% ihres Einkommens mal für den Wahlkampf in Hamburg zu spenden. Wir werden sehen. Also Thomas, 5% des Monatseinkommens, nicht des Jahreseinkommens. Also wir wollen es nicht übertreiben. Und ich würde das gerne den Spender überlassen. Also wir werden sehen, was dabei wirklich rumkommt. Fakt ist, eins, wir werden am Ende natürlich einen Kassensturz machen und müssen mit dem auskommen, was wir haben. Aber es ist natürlich auch für die Motivation der eigenen Mitglieder, die unter einer enormen Dauerbelastung sind. Das ist jetzt der dritte Wahlkampf in Folge für Hamburg. Und das bringt zum einen Erfahrung, das bringt aber auch zum anderen
ziemlich viel Erschöpfung. Und es wäre einfach ein enormes Signal, wenn wir den Mitgliedern sagen können, okay, es gibt Aktionen, die wir einfach an die Dienstleister vergeben können, wie zum Beispiel das Befleiern von Briefkästen oder so. Das würde vielen unterstützen, weil im Moment sehen viele unserer Mitglieder einfach eine riesen Wand an Aufgaben vor sich und sehen, wie wenig wir tatsächlich sind. Ja, also beim letzten Treffen der WKK waren wir zu dritt. Das macht Entscheidungen einfacher. Ja. Also insofern nochmal die Bitte auch an euch in den Gliederungen. Nehmt euch nochmal des Themas an, guckt, was ihr uns noch an finanzieller Unterstützung geben könnt und macht das bitte. Wir geben euch, ich gebe euch unser Ehrenwort, dass wir mit dem Geld ordnungsgemäß und ganz effizient umgehen werden. Ja, leider haben wir kein Gold wie die AfD. Wir können da leider nichts verkaufen. Wir können nur unsere Seelen verkaufen und wir werden sehen. Ja, das Thema Unterstützung. Bitte? Ich habe keine goldenen Knöpfe. Nee. Das Thema Unterstützung. Die Koordination haben wir auch abgegeben an die Kollegen in Schleswig-Holstein, wo es eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit gibt. Sven koordiniert gerade die innerparteiliche Unterstützung. Wenn ihr also konkrete jetzt Angebote habt, wie ihr Hamburg helfen wollt, mit Manpower oder Anfragen, was gebraucht wird an Streumitteln etc. pp., dann könnt ihr euch an hamburg-helfen@piratenpartei-sh.de wenden oder ihr ruft die Hotline an. Die SH-Piraten waren so freundlich, quasi dort ihre Kapazitäten aus der eigenen Landesgeschäftsstelle und zur Verfügung zu stellen. Und auch dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Ja. Das war es eigentlich auch von mir bis hier. Das ist der aktuelle Sachstand für Hamburg. Gibt es Fragen? Wenn ihr noch Fragen habt, gerne auch sofort. Ansonsten stehen euch ja bis morgen dann noch Hauke, Burkhard, Andreas und ich zur Verfügung. Gut, vielen Dank. So, Moment. Ich habe hier noch Formulare, Spenden zu sagen. Ja, wer also möchte, kann auch persönlich hier seinen Namen eintragen
Lastschrift und so weiter und so fort. Wir freuen uns über jeden Euro. Ganz herzlichen Dank. Ja. Thomas? Eine Frage sonst noch. Wie seid ihr aufgestellt im Bereich Medien, Grafik, Video? Ja, das Thema Video, da kannst du dich an Andreas Gerhold wenden. Der koordiniert das bei uns. Medien besprechen wir die Pressegruppe um Harry rum. Ansonsten haben wir ein Grafikteam, was im Wesentlichen Flyergestaltung, Plakate etc. macht. Und ich glaube, das ist auch nicht so sehr unsere Baustelle. Video ist es auf jeden Fall noch. Ja. Weitere Fragen? Ich würde gerne noch mal ganz kurz das Video noch mal probieren. Es ist alles runtergeladen. Hätte noch ein paar Minuten Zeit noch mal. Sie machen ihrem Ärger Luft, wollen glücklich ohne Überwachung sein. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. Das Bündnis aus rund 180 Datenschützern ist am Wochenende durch die Frankfurter Innenstadt gezogen. Angeführt von den Piraten, einer Partei, die sowohl bundesweit als auch in Hessen politisch kaum noch etwas zu sagen hat, jedoch dafür kämpft, dass sich das jetzt wieder ändert. Eine der Gegner von Überwachung und Datenklau ist langjähriges Piratenmitglied Martina Flasch. Sie hat die Demo mitorganisiert. Wir wollen die Bevölkerung aufmerksam machen, dass hier in Frankfurt das Bundeskriminalamt verfassungswidrig unsere Daten abgreift und diese ausländischen Geheimdiensten weiterleitet. Diese ständige, permanente Überwachung bedeutet einen permanenten Abbau von Grundrechten. Was die Piratenpartei zu verhindern versucht, allerdings mit wenig Erfolg. Im Gegenteil, nachdem sie vor etwa 3 Jahren in 4 Landesparlamente einzog und auch in Hessen 6% in Umfragen holte, ist sie auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Bei der Landtagswahl 2013 holte sie nur 1,9%. Ja, also es ist klar, dass wir da unheimlich viele Fehler auch gemacht haben. Zum einen sind sehr, sehr hohe Erwartungen an uns gestellt worden und intern haben wir durch Querelen, Streitigkeiten, durch auch unprofessionelles Handeln einfach vielleicht die Erwartungen einfach nicht erfüllen können, die uns gesetzt worden sind. Nun wollen Sie das ändern, professioneller werden, aus Ihren Fehlern lernen. Zurzeit sind die Erwartungen niedrig.
Friedrich ein schnelles Comeback, traut den Piraten kaum einer zu, hilfreich, um sich wieder auf Inhalte zu konzentrieren. Wir sagen, wir haben ein richtiges Problem in Deutschland, wenn wir diese Überwachungsentwicklung so weiter zu, laufen lassen. Wir haben ein richtiges Problem, wenn die Verwaltung nicht transparent wird. Wir haben viel zu wenig Beteiligung für die Bürger. Und das sind die Themen, die uns antreiben und jetzt nicht die Aussicht, jetzt konkret ins Parlament zu kommen. Deshalb gehen sie auf die Straße, wollen ihre Sorgen teilen. Doch vielen Menschen bleibt die Angst vor einem Überwachungsstaat einfach zu abstrakt. Also ganz ehrlich, ich habe nichts zu verbergen, aber dennoch gehe ich vorsichtig mit E-Mails um. Auch im Facebook bin ich zwar, aber auch ganz vorsichtig. Für den Datenschutz, ob man da was erreichen kann, das weiß ich nicht. Aber wenn, dann ganz minimal. Das glaube ich, die werden nichts Grundlegendes ändern können. Viele Piraten vergleichen sich jetzt mit den Grünen, bis deren Kernthema Umweltschutz sich etabliert hat, sind Jahre vergangen. Die Überwachungsproblematik zu vermitteln sei ebenso schwierig, denn man merke die negativen Konsequenzen erst, wenn es zu spät ist. Man kann es nicht fassen. Ja, die Daten sind irgendwo in der Cloud und werden irgendwo gespeichert. Es ist kein physischer Gegner vorhanden, wie bei der Stasi zum Beispiel. Ja, jeder sagt, Stasi ist scheiße, Überwachung der Stasi ist doof. Aber dass die Bundesnachrichtendienste und allgemein, egal welche Nation, das Gleiche machen, noch viel, viel extremer. Das scheint bei vielen noch nicht so angekommen zu sein. So schwierig es auch sein mag, die vermeintliche Bedrohung durch Geheimdienste zu vermitteln, die Demo war ein erster Schritt. Denn auch wenn die Piratenpartei im Hessischen Landtag nicht vertreten ist, mit ihrem Zug durch Frankfurt hat die Partei heute ein Zeichen gesetzt für mehr Datenschutz und gegen einen Überwachungsstaat. Auch wenn die Veranstalter mit mehr als knapp 180 Teilnehmern gerechnet hatten. Trotz der relativ geringen Beteiligung bei der Demonstration ist Martina Flasch zufrieden. Sie hofft, mit weiteren Aktionen noch mehr Menschen erreichen zu können, denn sie ist sich sicher, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen wahrnehmen, was auf sie zukommt.